Ja, herzlich willkommen bei meinen Meditationen. Ich finde es wundervoll, dass du dich entschieden hast, diese Meditationen mit mir durchzuführen. Und in diesem wundervollen Bewusstsein schaffst du dir jetzt einen schönen Raum, in dem du entweder schön sitzen kannst, heißt schön im Sinne von, es macht durchaus Sinn, immer denselben Platz zu haben und der eingerichtet ist auf Meditationen und du immer wieder an einen Platz kommst. Und es darf gerne auch sein, dass du einen Gegenstand da hast, eine Kerze oder was auch immer dir dienlich sein kann bei deiner Entspannung, deiner Konzentration und deinem geistigen inneren Bewusstsein. Ich mag es gerne im Sitzen, weil meine Konzentration da höher ist, denn wenn ich liege, schlafe ich meistens ein. Das ist in der Meditation nur dann sinnvoll, wenn es um eine Einschlafmeditation geht und du in den Tiefschlaf fallen sollst, die auch hier stattfinden wird, aber das erkläre ich dann nochmal neu. In diesem Sinne freue ich mich auf dein inneres geistiges Bewusstsein in Kombination mit mir auf eine sehr liebevolle und achtsame Weise. Du kommst mehr und mehr zur Ruhe. Jetzt ist die Zeit dazu, dass du ganz in dein inneres Bewusstsein kommst für dich selbst. Hast eine angenehme Position gefunden und kommst mehr und mehr zur Ruhe und beobachtest deinen Atem. Du beobachtest, wie du einatmest, eine kurze Atempause automatisch machst und ausatmest. Einatmend beobachtest, wie du einatmest und ausatmest im ganz natürlichen Fluss. Und hier und heute geht es um deine Gefühle in dieser wundervollen Meditation. Bist du aufgehoben mit allen deinen Gefühlen und Emotionen, die für dich gegeben sind. Und somit öffnest du mehr und mehr dein Herz, indem du deinem Herz die liebevolle Achtsamkeit und Aufmerksamkeit schenkst in diesem Moment. Und zuallererst spürst du genau hin, wo genau deine Herzensebene dich hinweist, auf welches Gefühl und wo es in deinem Körper stattfindet. Zuallererst schenkst du deine liebevolle Aufmerksamkeit der Trauer oder Traurigkeit in dir. Ganz automatisch findest du den Weg zu dir und diesem Gefühl der Trauer mit allen einhergehenden Bildern, die vielleicht dazugehören. Die Trauer hüllt dich ein, sie schenkt dir den Raum, den du brauchst, die Stille und die Ruhe, die dazu nötig ist, alle Bilder aufkommen zu lassen. Vielleicht werden sie flüssig und es fließen Tränen. Auch das ist willkommen und in Ordnung so. Ganz und gar schenkst du ihnen deine liebevolle Aufmerksamkeit, ohne daran anhaften zu bleiben, schenkst du ihnen dein kurzes Sein, jetzt im Moment. Und dir wird mehr und mehr bewusst, dass Traurigkeit
ein Gefühl ist und Trauer ein gewisser Seinszustand in diesem Gefühl. Und in der liebevollen Beachtung dieses Zustandes oder diesen Gefühlen gegenüber löst es sich mehr und mehr und mehr auf. Das Gefühl der Trauer oder Traurigkeit. Und weiter schenkst du nun deine liebevolle Aufmerksamkeit dem Gefühl der Wut in dir, jenem, das so weit versteckt in irgendeiner Ecke vorherrscht. In dieser Beobachtung und liebevoller Achtsamkeit schenkst du deiner Wut und dieser Kraft ganze Aufmerksamkeit. Alles, was dich in der Vergangenheit wütend gemacht hat, allem, wo du mit Wut im Seinszustand gesteckt und geblieben bist, schenkst du durch deine Aufmerksamkeit die Lösung zur Auflösung. Denn die Wut hat eine Durchsetzungskraft in dir erschaffen, hat dich den einen Schritt nach dem anderen gehen lassen und hat ihre Übrigkeit nun gefunden. Und in der Aufmerksamkeit löst sie sich mehr und mehr auf, bis du sie schlussendlich nicht mehr fühlen kannst. Und zurück bleibt eine gesunde Kraft, die du für dein Leben brauchst. Und weiter schenkst du deine ganze Aufmerksamkeit deiner Angst, dem Zustand, der so manches Mal in deinem Leben zur Stagnation geführt hat und dich wie ein verängstigter Hase hat stillsitzen lassen, wie der Hase in der Grube. Doch nun ist es Zeit zu sagen, was macht mir wirklich Angst? Welche Bilder kommen bei diesem Gefühl hoch und welche Stagnationen erreicht das Ganze, um in den Wandel zu kommen, schenkst du deiner Angst die liebevolle Aufmerksamkeit. Und sie löst sich mehr und mehr auf. Und zurück bleibt die Vorsicht vor der Gefahr, die Sinnigkeit der Angst, aber eben nur dann, wenn es wirklich benötigt wird. Und das tiefe Vertrauen darin, dass genau dieses Gefühl so funktioniert, wofür es gedacht ist. Und somit schenkst du deine gesamte liebevolle Aufmerksamkeit dem vierten Grundgefühl in dir, der Freude. Denn sie ist es, die unter allen anderen Gefühlen begraben geblieben ist. Und nun wird es Zeit, ihr die gesamte Herzenswärme und Aufmerksamkeit entgegenzubringen mit all ihrer wundervollen, strahlenden Farbigkeit. So, wie sie für dich gedacht ist, in dem Licht und in der Freude, nur rein und ganz und gar für dich. Diese Freude durchstrahlt den gesamten Körper, jede einzelne Zelle deines Seins im Körperbewusstsein. Anhaftend kommt die Erinnerung aus dem Aspekt heraus, das zu gestalten, worum es wirklich geht, nämlich Lebensfreude in jeder einzelnen Zelle aufleuchten zu lassen. Die Zellen heilen, finden eine neue, wundersame Kraft
im gesamten Sein deines Körpers und dein Körper wird automatisch kraftvoll und warm. Das Licht durchzieht jede einzelne Zelle, alle Organe und alle Strukturen deines Seins bis hin in deine Aura und weiter hinaus. Es umhüllt dich in wundervolles, strahlendes Licht. Und in diesem Bewusstsein bleibst du nun so, wie du gedacht bist. Gesund, kraftvoll und geheilt.